So, hallo und herzlich willkommen hier zurück beim Game Dev Tycoon. Wir sind jetzt in der Episode 2 angelangt und wir schnacken nicht lange rum. Townsim ist noch gut dabei im Verkauf. Ja, okay, es ist schon mal auf dem absteigenden Ast, Rang 38. Wir könnten noch was researchen, haben noch 14 Punkte, aber ich will die erstmal sparen für eine gute Engine, beziehungsweise für spätere Genres. Wir gucken uns erstmal an. Ich will erstmal ein Racing-Game. Komm, so ein einfaches Simulation. Nee, so ein Action-Ding. Action-Adventure-RPG-Simulation. Okay. Nee, komm hier. Hau raus. PC. Gut, es gibt höchstwahrscheinlich noch nicht viele Rennspiele. Also nennen wir es einfach Autorennen. Finde ich gut. Kann man sich erlauben, Text-based natürlich nicht, ein textbasiertes Rennspiel. Ich weiß nicht, irgendwie, es ist so obskur eigentlich, dass es schon irgendwie cool wäre. Das müsste man sich mal aufnotieren. Gut, Story ist scheißegal, glaube ich. Engine und Gameplay kann man aber so ein bisschen balancen und komm hier Story weg damit. Braucht keine Sau für ein Rennspiel. Wenn man ein bisschen rumheizen will, dann heizt man einfach rum und lässt den Scheiß sein. Mein Gott. So, wir hauen hier aber relativ gut Development-Punkte raus. So, Autorennen, Dialoge, braucht keine Sau. Ja, die Intelligenz kann schon mal ein bisschen knackiger sein. Level-Design auch. Townsim verkauft sich immer noch. Wir könnten aber mal kurz uns die Game-History angucken. Stille Nacht. Mhm. Wir haben 54.000 Profit gemacht damit. Das ist richtig gut. 48 Fans haben wir gekriegt. Kann sich sehen lassen. Townsend ist natürlich mit jetzt unser bestes Spiel. 136.000 schon bekommen. Das ist das Doppelte, oder? Ne, das Dreifache schon fast. Nice. Aber wir hauen natürlich hier weitere Spiele raus. Okay. Jetzt haben wir das Doppelte. 1.600... wir können nicht mehr reden. Jetzt fange ich auch noch an, in der dritten Person zu reden. 169.000 haben wir gekriegt. Mein Gott, so einfach kann es sein. While generating game reports, you start to gain insight into your development process and learn about what works well and what doesn't work so well. Recent styles are shown as hints on the development screen, unless you have turned this option off in the setting. Ne, wir haben es an, weil... Aha, alles klar. Na, okay. Weil wir schon mal ein Action-Spiel gemacht haben, kriegen wir jetzt auch mal angezeigt, was ganz gut läuft bei Action. Sound ist natürlich wirklich sehr gut bei Autorennen. Ist sogar, denke ich, noch ein bisschen geiler als Grafik. World Design kann man auch ein bisschen runterstellen, braucht man eh nicht so wirklich. So, gut. So, World Design Graphics. Industry News. Today, Nintendo has confirmed recent rumors. A home gaming console called the TES. Okay. Featuring cartridge-based games and a unique design controller. Schöner Brotkasten. Ich hätte gerne auch sagen. Finished. Bugs raus. Ding, ding. Also, Dude ist ganz gut in Technologie. Aber es ist kein neuer Rekord. Okay, neuer Kombo. Oh, alles klar. Level up. Sehr gut. Release Game. Wir researchen erstmal. Was haben wir hier? Cyberpunk. Ui. History, Military. Military klingt eigentlich ganz gut. Komm, hau mal raus. Na. Autorin came in. Okay. 7, 6, 5, 6 Action Games work well on PC. Das klingt sehr gut. 6. Könnte vielleicht so ein 6er Durchschnitt werden. Quirky but good. Ja, es ist so ein ganz gutes Spiel eigentlich. Könnte bessere geben. Aber naja, gut. Was soll's. Thank you to Danny Knight from Patrick and Daniel Klug Greenheart Games. Hi Danny Knight, we are creators of Game Dev. Schön, dass die sich aufmerken. Melden. Like to thank you very much for purchasing the game and supporting us. Okay, das ist sehr gut, dass sie sich auch mal zu Wort melden hier. Our very first game meant a lot to us. Enjoying it.
bisher bin ich eigentlich sehr, sehr begeistert. Little Startup, bla bla bla. Seriously, you rock. Thank you very much and have fun with the game Dev Tycoon. Für alle, die sich noch nicht gekauft haben, hier ist der Weblink und Greenheart Games. Supportet die beiden. Die sind bestimmt zwei coole Dudes. Und Indie Games sollte man immer pushen. Immer. Egal wie scheiße das ist. Auch wenn die Leute erst scheiße anfangen, man kann nicht immer gut anfangen. Man muss sie auch ein bisschen pushen. Müsste aber momentan oder mittlerweile schon auch auf Steam verfügbar sein. Ich weiß es gar nicht, um ehrlich zu sein. Das verkauft sich nicht so geil, muss ich sagen. Autorennen. Contract Work. Autorennen and impressed by your talent. Oh. I'm in the contracting business and we could use skills like yours. Okay, wir können Contract machen. Also bezahlte Aufträge. Have now been unlocked. Okay. Research is completed. Das freut mich. So. Wir wollen aber erstmal den Game Report zu Autorennen, bitte. Und dann kann ich hier mal einen Contract machen. Ja. Und dann können wir kurz gucken. Towns. 138.000 Profit. Nice. Top Sale Rank 19. Geil. Achso, es geht einfach nur rüber. Alles klar. 41, ja, ist ein bisschen später reingestiegen. 187 Fans. Läuft. So, wir haben einige Research-Punkte gekriegt. Racing Reactions ist eine gute Kombination. Level Designs to be quite important. And PC und Action ist eine gute Kombination. Ich glaube, das hatten wir aber gerade eben auch schon herausgefunden. Wir können mal Contract Work machen. Useful tool to earn some extra cash, bla bla bla. Decide carefully with contract could handle. 1 und 22, 9000 Penalty. Ja, eine 9000 Strafe. Aber wir können 23 dadurch kriegen. 5 Wochen haben wir Zeit. Playtest, das ist schon ein bisschen. Das könnte schon knackig werden. Wir machen erstmal den Debug. So ein bisschen Debugging. Hoffentlich schaffen wir das. Vielleicht habe ich mich auch übernommen jetzt. Naja, gut, es läuft. Ja, komm. Hör auf, dich zu kratzen. Wenn er sich nicht kratzen würde, dann läuft das. Ey, komm. Nee, jetzt hat er sich gekratzt 3 Tage lang und jetzt ist er. Nee, jetzt schaffen wir nicht. Scheiße, wir kriegen Penalties. Ah, die Test ist raus und nee, wir haben es nicht geschafft. Weil er sich auch 5 Wochen hier kratzen muss. Was not completed by time, be careful what kind of accept of penalties quickly add up. Ja, ja. Es war sogar noch 9000 Penalty. Boah, ich kack ab hier. Kann doch nicht sein. Don't worry too much for I don't hold grudges. If you want to try, let me know. So, oh, alle 6 Monate kriegen wir neue Contracts. Haben wir vielleicht einen anderen? Ja gut, nee, lass mal sein. Komm. Research. Wir könnten ein neues Topic. Superheroes ist natürlich super. Nee, ich mache erstmal, wir haben ja jetzt eigentlich, die neue Konsole ist ja draußen, ne? Oh, off the market is sold 11.000 units. 81.000 ist nicht so viel. Machen wir ein neues Spiel. Topic. Hola, Airplane und Pick Genre. Ein Action Airplane. Und wir holen uns mal hier für den kleinen Home Entertainment Ding. Die Lizenz? Ja, komm. Kostet 8000. Ne, wir bleiben erstmal dem PC treu. Airplane Action. Military Lore Alien City Racing. Wir könnten. Pass auf, wir machen mal so ein richtig Oldschool Wild West RPG auf dem PC. Mit Grad 2D.
Textbase ist natürlich auch geil, aber ne, 2D muss es schon sein. Wir wollen ja... Nein, ich hab's nicht benannt, scheiße. Ja, muss ich da noch umbenennen. RPG im Wilden Westen. Natürlich sollte die Story da hochkommen. Engine... ja... Aber Gameplay ist trotzdem wichtiger als die Engine eigentlich. Obwohl ich muss gestehen, wie die Präferenzen da sind, kann ich es gerade gar nicht erläutern, um ehrlich zu sein. Ja gut, probieren wir mal. Wir haben 30 Research Points, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Und unser Cashfluss ist auch gar nicht so... noch so unerheblich. Dialoge müssen hoch. Eigentlich ziemlich hoch. Level Design kann ein bisschen runter. Warte, ich mach mal so. Obwohl. Ja, sagen wir AI und Level Design kann so auf einer Ebene sein. Das könnte vielleicht ganz gut sein. So, Technologie ist okay. Word Design sehr gut. Grafik. Ich muss ja gestehen, ich bin ja eigentlich so eine Grafikhure, deswegen mache ich mal die Grafik ein bisschen mehr als den Sound. Wenn ich das runter mache und das gleichmäßig runter. Ah, okay, ja, genau. Machen wir so, das könnte vielleicht hinhauen, man weiß es nicht. Hi, I'm Carolyn Richard from the local news. I've heard rumors that you're already working on your next game and would love to do an interview about this. Sure. Mhm. Ah, okay, das war das Interview. Nice. A local startup is trying to make it big in the gaming industry. The company has already published 3 games and is working hard on their next. Yo, man. Founder said the next game is going on to be a Wild West RPG game. Blah, blah, blah. Has not done it before. Yep. Small local companies. Yeah, yeah. Best luck for me. Hope so. Oh, wir sind ein bisschen gehyped worden. A great game is not only a... recipe for success is essential to build hype to ensure that players are excited about your games. For random events, but once you gain more experience... Okay, also jetzt momentan können wir Hype nur durch so random Events kriegen, aber das kann sich ändern, wenn wir ein bisschen mehr Ruhm und Ehre erreicht haben in der Gaming-Industrie. Und da kriegen wir auch, einige Level-Ups. Dann können wir Hype generieren, indem wir irgendwie, keine Ahnung, Marktforschung oder sowas betreiben. Ja, nicht Marktforschung, Advertisements. Wie heißt es denn? Werbung schalten oder so. So, wir müssen noch unser Wild West-Spiel benennen. Ich bin so unkreativ. Wild, würde ich auch mal gerne wissen, wie weit das in der Entwicklung ist. Wild West. Release Game. So, einmal kurz. Muss noch released werden, alles klar. Ah, schade. Ah, jetzt ist das nicht benannt. Das ist doch ätzend. Ich dachte, ich kann das nur umbenennen. Beautiful. Aber wenigstens kriegst du eine gute Bewertung. Aber das ist umso beschissener, dass es jetzt irgendwie nicht einen Namen hat. Na gut, Spiel Nummer 4. Ja, es ist ein seltsamer Name für ein Wild West, aber mal gucken. Ist egal. Die Leute mögen es anscheinend relativ... Ja, es ist so eine 7er Wertung, hat es schon bekommen. Wir können jetzt mal ein Game Report wieder machen. Ich finde das ganz praktisch, dass wir diese Game Reports dann immer drehen. Uns anschauen, tippen, was auch immer. Geht aber nicht so ganz durch. Mhm. Great Combination seems very important. PC und RPG ist ein gutes Match, finde ich auch. Eigentlich ist PC und alles ein gutes Match, mein Gott. Wir könnten uns jetzt eine eigene Engine machen. Wie viel kosten das? Achso, wir könnten das erstmal erforschen. Ja, dann erforschen wir das mal. Ich weiß gar nicht. Was könnten wir als nächstes so für ein Spiel herstellen? Aber das würde ich sagen, sehen wir auch alles erst in der nächsten Episode. Und ja, das heißt, das war's schon mal wieder für diese Folge.
Nächstes Mal gucken wir jetzt mal an, wie es aussieht mit einer Custom Game Engine. Mal gucken, ob da irgendwie, ob das was bringt oder nicht oder so. Und in diesem Sinne, gehabt euch wohl. Na, bis zum nächsten Mal bei Game Dev Tycoon. Euer Danny Knight. Macht's gut, Leute.